Wir waren eingeladen bei einem befreundeten Ehepaar. Die haben gesagt, kommt da und wir zeigen euch unsere Afrika-Bilder vom Urlaub. Also eine PowerPoint-Präsentation. PowerPoint. Früher hat man gesagt, Dia-Abend. Und dann sind wir da hingekommen, haben die Bilder angeschaut, Wein getrunken und dann musste ich auf die Toilette. Und dann sagt sie, ja, gehst ins Bad, wunder dich aber nicht, wenn du reingehst, das Licht geht automatisch an, da ist so eine Lichtschranke, das ist neu renoviert. Ich gehe ins Bad, mache die Tür auf, tatsächlich das Licht geht an, ich stehe da in dem Bad drin, total alles marmoriert, begehbare Dusche, Raindance in der Decke, boah, was für ein geiles Bad. Ich gehe zu dem Doppelwaschbecken, schaue in den Spiegel und lege mein iPhone auf dieses Waschbecken. Auf einmal macht es dann habe ich gedacht, oh, jetzt hast du ein SMS gekriegt. Ich schaue aufs iPhone und sehe, wie so flüssige Seife über mein iPhone läuft. Ja, braucht geil lachen. Und jetzt haben die so blöde elektrische Seifenspender an der Wand gehabt. Wenn er die Hand runter macht, kommt von selber so Seife. Und dann denkt so ein Mist. Dann habe ich das iPhone so gemacht, aber ich musste ja auf die Toilette. Nun denke ich, an der Wand neben dem Klopapierhalter hängt eine Fernbedienung. Ich nehme die Fernbedienung, ich habe sie dabei, schaue sie an, jetzt steht auf der Fernbedienung nicht Thomson drauf oder Grundig, sondern Geberit. Jetzt war das ein Dusch-WC. Was mache ich? Ich setze mich auf die Toilette drauf, auf einmal macht es. Ich gucke zu meinem iPhone. So, nichts passiert. Jetzt, wenn du da hinsitzt, dann geht eine automatische Geruchsabsaugung an. Das heißt, bei denen riecht es nicht mehr. Das kommt an der Hauswand, am Rohr, am Gehweg wieder raus. So. Ja. Das ist aber nicht schlimm, die wohnen da auf dem Land. So. In Reutlingen. So, jetzt pass auf, jetzt machst du dein Geschäft. Ohne Witz. Jetzt hat es da zum Beispiel eine Taste drauf mit Sprachfunktion. Es geht auf einmal eine Stimme wie beim Autonavigationssystem an und sagt herzlich willkommen. Ich denke, ich spinne jetzt, echt wahr? Jetzt sagt sie nur gleich, aus ballistischen Gründen wird ihre Sitzung videotechnisch aufgezeichnet. Was glaubt sie, was ich schisskittern, dass die vielleicht sagt, ihre Route wird berechnet? Jetzt warte mal auf. Jetzt gibt's da eine Sprühtaste. Jetzt drücke ich da drauf. Jetzt kommt hinter am Klo eine Stange rausgefahren. Und da erschreckst du, du weißt nicht, wenn das aufhört. Dann bleibt es in der Mitte stehen und da ist so ein Brausekopf drauf. Und da drückst du drauf und da kommt warmes Wasser von oben hochgesprüht und macht da alles sauber. Ich hab gedacht, das gibt's nicht. Und wenn du jetzt aber denkst, das kann niemals sauber sein, dann gibt's nur eine Taste mit einem K, der steht für Kercher. Ja, aber gut. Da musst du dann den Mund zulassen. So. Und jetzt pass mal auf. Jetzt bist du ja unter nass. Jetzt passt ihr auf, was ist denn, wenn man das? Muss man ja irgendwie trocken machen. Was ist das für eine Taste? Können Sie das sehr ein? Ein Föhn! Da ist ein Föhn drauf, du glaubst es nicht. Du drückst auf den Föhn drauf, dann geht die eine Stange zurück, es kommt eine neue Stange vor und von unten warme Luft nach oben blasen. Drei verschiedene Stufen, ab 3 Minuten für die Männer, da war es zu hart. So, dann gibt es zum Beispiel was, da haben wir einen Schraubenschlüssel. Was, das ist ein Schraubenschlüssel, habe ich gedacht. Von Männern, da kannst du die Nüsse nachziehen. So. Und jetzt kommt der absolute Knüller. Ohne Witz, das Teil hat eine Lady-Taste. Was ist eine Lady-Taste? Ich glaub's echt nicht. Da kommt wirklich nochmal eine andere Stange vorgefahren und da ist so ein kleiner Greifarm dran und sucht nach einem Bändel. Und wenn du da als Mann drauf drückst. Gut, jetzt lassen wir mal so stehen, okay.